Mein Mann schlief auf dem Boden, während ich in einem King-Size-Bett schlief. Weil ich 190 Kilogramm wog. Und es gab einfach keinen Platz für meinen lieben Pete. Morgens half mir mein Mann, aus dem Bett zu steigen und sich an den Tisch zu setzen, wo bereits ein riesiger Teller mit frittiertem Essen auf mich wartete. Ich wollte das alles vor der Kamera aufessen. Millionen von Abonnenten warteten auf mein Mukbang. Aber nach nur zwei Hühnerkeulen spürte ich einen stechenden Schmerz in meinem Magen und wachte auf der Intensivstation auf. Mein Mann saß neben mir und sagte mir sehr ernst: Das war ein Signal deines Körpers. Du musst damit aufhören. Ich habe Pete nicht zugehört. Stattdessen suchte ich nervös nach meinem Smartphone, damit ich meinen Followern mitteilen konnte, dass das Video später rauskommt. Mein Handy war in Petes Händen. Und er sagte, er gibt es mir zurück, wenn ich verspreche, meine Mukbangs nicht mehr zu machen. Ich versprach ihm, dass ich darüber nachdenken werde. Sobald er auf Geschäftsreise ging, bestellte ich Essen und ging live. Mein Mukbang im Krankenhaus erregte großes Interesse. Die Follower schickten mir eine Menge tolle Reaktionen. Plötzlich tauchte ein trauriges Smiley-Gesicht von Pete unter ihnen auf. Ich rief ihn an, aber er ging nicht ran. Ich dachte, er sei wütend und hätte mich verlassen. Als die Krankenschwester mich zu einem Spaziergang außerhalb des Krankenhauses mitnahm, bemerkte ich eine Gruppe von Leuten, die auf mich zueilten. Es stellte sich heraus, dass sie Fans von mir waren. Sie umarmten mich, machten Selfies und flehten mich an, nicht mit den Videos aufzuhören. Als ich zurück ins Krankenzimmer kam, schickte ich meinem Mann eine Nachricht. Du ignorierst mich also? Na schön, es gibt Menschen auf dieser Welt, die mich brauchen. Ich sah, dass Pete die Nachricht gelesen hatte, aber er hat nicht geantwortet. Am Tag meiner Entlassung bestellte ich eine Fahrt nach Hause. Plötzlich sah ich das Auto meines Mannes neben dem Krankenhaus. Pete hatte zwei Tickets in der Hand. Ich lade dich zu einer coolen Vorstellung ein. Ich beschloss, den Streit zu vergessen und mitzukommen. Ich war glücklich, auch wenn der Ort, zu dem wir gingen, ein Meerestierpark, ziemlich seltsam war. Pete hatte es eilig, denn er wollte die Pinguinfütterung erwischen. Die ungeschickten kleinen Vögel verschlangen den Fisch gierig im Ganzen. Ich verstand Petes beleidigende Andeutung. Ich wollte von ihm hören, dass ich meine Attraktivität verloren hatte, als ich fett wurde. Wir lernten uns kennen, als ich dreimal weniger wog. Aber Pete bat mich, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen. Sobald der letzte Fisch geschluckt war, gingen die Leute um das Gehege herum schnell weg. Siehst du, sie interessieren sich nicht für die Pinguine. Die Zuschauer kommen zur Show und dann gehen sie alle einfach weiter. Pete bat mich, meine Gefühle für diese Menschen zu überdenken, für die ich jeden Tag Berge von Essen aß. Ich erkannte, dass er recht hatte. Ich bekam einen Magenbypass, machte eine Diät und begann zu trainieren. Ich verlor 60 Kilo in 6 Monaten. Ich fühlte mich so viel besser. Und um den Tag zu feiern, an dem wir uns kennenlernten, habe ich Pete ein Geschenk gemacht. Ein Kleid. Es war dasselbe Kleid, das ich an dem Tag trug, als wir uns zum ersten Mal sahen. Ich versprach Pete, dass ich es an unserem nächsten Jahrestag tragen würde. Und das tat ich auch.
Meine größte Errungenschaft war jedoch, dass ich kein einziges Foto von meinem neuen Ich ins Internet gestellt habe. Schließlich ist unser Glück nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Es ist für uns und unsere Angehörigen.